Nag Hatta was once one of the greatest cities of the ancient world, but it didn't take long to fall under the onslaught of the Dark Lord. The lichens were innumerable, and the city was razed to the ground. The necromantic wars, as they were known, destroyed the advanced technologies that the Agathians had closely guarded. Eventually, the Titans fell, and then the people were massacred one by one, or were turned into beasts, subservient to their new conqueror. None now remain to tell the tale. Oh, ein netter Empfang. Was? Wer bist du denn? Harry? Was zum... Wait! Okay... Das war speziell. Okay, das ist natürlich schon interessant, wenn man so seinen persönlichen Boobs-Dämon rufen kann, der dann einfach mal einen Troll auseinander nimmt. Ja, natürlich kann ich hier nicht hochklettern. Ich weiß doch, dass ich hier folgen muss. Auf anderem Wege halt. Das war nicht der richtige Weg. Das habe ich jetzt auch gerade gesehen, als ich schon im Sprung war. Beziehungsweise schon der richtige Weg. Ich hätte bloß die Kette noch benutzen sollen. Okay. Hey! Du Sackgesicht! Kommen jetzt hier Massen von kleinen Trollkindern an, die uns hier das Leben schwer machen wollen, oder was? Ihr wollt wohl keine großen Trolle werden, oder wie? Gebt mir all eure Magie. So, aber ich habe ja was zum Lesen gefunden. Das wollen wir natürlich auch gerne anschauen. Wo ist es denn? Wo habe ich denn? Ach, hier unten. Gegenstände, genau. Lieber Gott. Bitte hilf mir, einen Weg durch diese grausame Stadt zu finden. Ich war dir stets ein treuer Diener. Gut, ehrlich und anständig. Ich habe Kreaturen auf Wagen reiten sehen, die unter deren Kontrolle fast zahm wirkten. Wie ist das möglich? Bitte Gott, zeig mir, wie ich das tun kann, damit ich meine Mission fortsetzen kann, diese Welt mit deinem himmlischen Königreich zu vereinen. Amen. Ich glaube, er hat es dir nicht gezeigt. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Aber ich habe so eine leise Ahnung. So, und was hast du so für mich? Eine weitere Schriftrolle. Diese Stadt ist ein Labyrinth, aber ich hege die Vermutung, dass man den Pfad durch sorgfältige Auswahl und Geduld finden kann. Ich habe viele Ecken und Winkel durchstöbert und Steine und Gegenstände gefunden, die ich später zweifellos noch als nützlich erweisen werden. Die sich später zweifellos noch als nützlich erweisen werden. Ich konnte auch meinen Vorrat an Silberdolchen aufstocken, die gegen Lykaner besonders wirksam sind. Gut, dann sollte ich vielleicht bei den großen Lykanern auch wirklich die Dolche mit einsetzen. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. So, bevor ich hier aber weitergehe, will ich nochmal kurz den anderen Weg drüben auschecken. Die Magie scheint ja, wenn ich das gerade unten so sehe, links und rechts, sie scheint offenbar die erste Füllung beizubehalten und die zweite ist dann quasi überfüllt und geht dann mit der Zeit raus. Sehe ich das richtig? Ah, du Sackgesicht. Lass mir mal ein bisschen Zeit hier zum Reagieren. Wie wär's damit? Ansonsten nehme ich euch auch gern so hops. So, komm schon. Reiß ich euch halt so den Arsch auf. Kleiner Arschkrampensack. Was? Keine Ahnung.
Wo gehen wir denn lang für das? Erstmal mache ich hier so ein paar Ecken platt, um noch ein paar Dolche zu sammeln. Insofern welche bei rausspringen, das ist ja leider nicht immer der Fall. Halt, hier ist noch was. Aber ich hatte ja relativ viel verpulvert, glaube ich, im letzten Level. Bei irgendeinem der Gegner. Ich weiß gar nicht mehr, ob es der Lykanthrop war oder irgendjemand anders. Ich glaube, es war der Lykanthrop. So. Stille. Die Musik geht weg. Das kann ja nichts Gutes bedeuten eigentlich. Ich mache trotzdem erstmal unbeirrt weiter und zerstöre noch ein bisschen hier die Umgebung, um Dolche zu sammeln. Okay, hier ist wirklich gar nichts gerade. Ist aber eigentlich auch mal ganz schön, muss ich sagen. Denn ich finde, es ist ein bisschen zu übertrieben eingesetzt, die Musik. Also es kommt zu viel Musik eigentlich hier so nebenbei. Soweit kannst du aus eigener Kraft nicht springen. Natürlich, ich dachte es mir gerade schon fast. Oh, falsche Taste gedrückt. Okay, das war der neue starke Angriff. Ist ganz nett, braucht auch nicht so ewig lang wie die anderen Angriffe. Ich würde dich gern sehen. Das ist ein bisschen ungünstig, dass man die Kamera da nicht irgendwie verschieben kann. Dadurch ist es doch manchmal etwas schwierig, den Gegner zu finden überhaupt. Na, 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 na. Also die Waage sind doch relativ simple Gegner mittlerweile. Man darf halt bloß nicht so nah rankommen, wie ich jetzt gerade. Dann geht's eigentlich schon. Gerade diesen Sturmangriff, dem weicht man doch relativ simpel aus. Und man muss sie ja natürlich auch sehen, wenn sie gerade im toten Winkel der Kamera sind, dann wird es doch etwas schwierig mit dem Ausweichen. Gib mal den Dolch her. So. Und jetzt springen wir doch mal auf. Müssen wir eben wieder Waagreiter spielen. Ja, das kennen wir ja schon mit Klauen angreifen und Bissattacke. Okay, das hatten wir bisher noch nicht. Interessant. Gut, aber ich glaube, das Angreifen ist hier jetzt bei uns nicht so wichtig. Für uns zählt mehr das Rennen. Und hops. Sehr gut. Damit war es das auch für dich. Du bist aus dem Rennen und wir schauen uns mal das hier drüben an. Du brauchst mehr Kraft, um diese Statue zu verschieben. Okay. Ich schätze mal, das mit der Kraft wird dann wohl unser nächstes Gimmick sein, das wir kriegen. Auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, wie wir mit einer Erfindung von Gandolfi das verstärken sollen. Warst du der Letzte? Okay. Ist gut. So, gehen wir her hier drüben. Die Energie und dann... Achso, wir haben ja jetzt volle Dolche, da brauche ich ja nichts mehr zu stören. Dann lass mal weitergehen. Nein! Scheiße, ich habe den Wag platt gemacht. Kann doch keiner ahnen, dass wir hier nochmal einen Wag brauchen. Scheiße, was mache ich denn? Okay, dann müssen wir eben nochmal einen neuen Wag uns rufen, sozusagen. Ja, schickt mir einen vorbei, bitte. Kommt denn hier noch irgendwie einer? Hallo? Waage? Helft mir? Scheinbar nicht. Oder? Nee, ist ja alles bloß kleine. Und Trolle, natürlich. Jetzt haben sie sich schon zusammengetan, die kleinen Säcke. So, hauen wir euch mal bis hier die Nasen breit. Gut, Leben wieder ein bisschen aufpoliert, das sah gerade nicht mehr ganz so gut aus. Was ich auch cool finde, wäre, wenn man von der Schattenmagie auf die Lichtmagie transferieren könnte. Aber das wird, glaube ich, nicht möglich sein. Denn die Schattenmagie, ich glaube nicht, ob ich weiß nicht, ob ich die so oft benutzen werde, ganz ehrlich.
Die Lichtmagie finde ich doch ein bisschen praktischer dabei. Ach, hier sind wir wieder. Okay, ich bin wieder zum Anfang zurückgelaufen. Warum nicht? Kann man machen. Ja, es könnte sein, dass sich das hier wirklich als Labyrinth herausstellt, diese Stadt. Schauen wir doch einfach mal. Habt ihr noch einen Mark für mich? Ja, dankeschön. So dachte ich mir das doch gerade schon. So. Vielleicht kriegen wir es diesmal auch ein bisschen besser hin. Er hat es aber auch wirklich geschafft, gerade immer genau aus meinem Angriffsradius rauszugehen, ne? Na komm. Ah, Mann, 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 Mann. Okay. Nicht in den Radius rein. Gut. Den sollten wir eigentlich recht schnell hinkriegen. Müsste ich nicht so langsam mal ein paar Magiedinger kriegen? Ich könnte nämlich mal wieder was gebrauchen. Na, 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 na. Oder gibt's keine für solche Gegner, die einfach nur zur Verfügung gestellt werden, damit man weiterkommen kann? Doch, jetzt. So, dann springen wir doch mal auf. Und versuchen es ein weiteres Mal. Und hops. So, ziehen wir gleich nachher drüben weiter. Gut, jetzt aber. Jetzt darf ich dich doch umbringen, oder? Ich hoffe doch. Ansonsten habe ich halt mal wieder Pech gehabt. Aber ich glaube, das sollte passen so. Ja. Ich denke, das war richtig so. Oh, habt ihr wieder Mami mitgebracht? Na gut, irgendwann musste sie ja mitkommen. Ah, nicht so nah, nicht so nah. Gut, gut. Kann ich mal wieder ein bisschen meine Magie aufbessern, das ist ganz schön. So. Nein, 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 nein. Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Oh, ernsthaft, was? Ich habe gerade festgeklemmt zwischen den beiden. Was war das denn? Hops. Dem weichen wir dann gleich mal aus, dem Ganzen. So. Neue Runde. Neues Kinderzermatschen. Gut. Weiter geht's. Wo darf ich denn was zerstören? Achso, ging es mit der Stärke vielleicht gar nicht darum, dass ich selbst stärker werden muss durch irgendeine Erfindung oder was weiß ich, sondern dass ich einen Troll ranholen soll? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich muss nur einen Weg finden, darüber zu kommen zu der Stelle, wo das war. Und ich weiß nicht wo, ehrlich gesagt. Der Troll ist aber ziemlich fix, ne? Jetzt würde ich natürlich gern den Ritter hier drüben ausnehmen. Aber ich ahne schon, das werde ich jetzt nicht tun können. So, Trollmutti, sag mir doch mal. Ach, hier, hier. Oder? Nee, doch nicht. Wo darf ich denn was mit dir einschlagen? Die Seite? Woran erkenne ich denn die Stellen, die so ein bisschen brüchig sind? Ich habe da nichts Charakteristisches ausmachen können, muss ich zugeben. Ach, da. Ach so, hier geht's noch runter. Sagt mir das doch. So, mal ein bisschen für Ordnung sorgen hier. Nebenbei noch auf das Tor einprügeln. Ah, machen wir mal das Stahltor kaputt, das geht schon. So, dann zermatschen wir mal noch ein bisschen.
in der Fläche. Zack, weg mit euch. Das gibt wieder ein bisschen Magie für mich. Wunderschön, wunderschön. Ich mag es, wie die zerplatzen. Das hat schon was. So, brauche ich den Troll noch weiter? Oder ist jetzt erstmal Ruhe? Ich glaube, ich brauche ihn nicht mehr weiter. Gut, dann werde ich nochmal kurz schauen, ob hier irgendwelche weiteren Lykaner gerade ankommen. Lykantropen meine ich. Nein! Dann ziehen wir dich aus dem Verkehr. Sammeln nebenbei noch ein bisschen die Magie ein. Und dann werde ich nochmal ganz kurz hochgehen, um den einen Ritter dort auszunehmen. Wenn ich ihn wiederfinde. Ich glaube, der war hier lang, oder? Nee, von da bin ich gekommen. Der war da hinten. Genau, da leuchtet er auch schon. Dann testen wir das doch mal aus. Was hast du denn? Eine Schriftrolle. Ich würde so gern mal wieder einen Lebensstein finden. Viele Gebiete hier sind blockiert, aber ich habe entdeckt, dass Höhlentrolle sehr gut darin sind, Tore und Barrieren zu durchbrechen. Ne, tatsächlich. Wenn man einen Troll hart genug trifft, wird er betäubt, sodass man ihn zähmen und für seine eigenen Zwecke nutzen kann. Ich frage mich, ob sich auch andere Kreaturen zähmen lassen. Ich kann dir die Antwort geben. Ja, können sie. Oder lassen sie sich. Ich weiß bloß noch nicht so richtig, wie man mit dem Troll an die hintere Ecke kommen soll, wo man diesen einen Felsen zerschmettern kann. Aber das muss ich mal abseits der Aufnahme ausprobieren einfach. So, hier gibt es bestimmt wieder was Dolche, genau. Das bringt uns leider gar nichts. Dann gehen wir doch mal einfach hier vorne weiter. Da, wo es leuchtet immer. Hier sieht es aber auch ziemlich vollgestopft aus. Ich glaube, da sollten wir mal wieder mit einem Troll aufräumen. Oder einem Wag natürlich. Jetzt betreiben sie das ganz schön exzessiv mit dem Reiten von anderen Tieren hier, ne? Muss ich mal so feststellen. Na, aber nicht so stürmisch. Wer wird denn gleich? Und natürlich auch noch kleine dazu, na klar. Gehen wir da. Ach komm schon, ich bin doch ausgewichen. Gehen wir vielleicht erstmal auf die Kleinen noch so mit. Bloß ein bisschen den Wag vielleicht im Auge behalten. Damit er uns hier nicht von der Seite doof anspringt. So. Sammeln. Wo bist du, Wag? Ah, da. Mal ein bisschen hier vorlocken. Man sieht ihn einfach so schlecht auch manchmal. Auch wenn er im Bild ist, einfach dieser Winkel ist dann so komisch, dass man es nicht vernünftig sieht, wie die gerade agieren. Ja genau, hau deine Freunde. Finde ich gut. Da, weg da. So, her mit der Magie. Ja, das finde ich okay. Das gibt einiges an Magie für mich. Kann ich gebrauchen. Aber erstmal schwingen wir uns auf den Wag. Noch mehr Magie. Juhu. Und dann ab die Fahrt. So. Da liegt schon wieder einer. Wirklich, für den Sprung brauchst du einen Wag? Ach komm schon. Da würde selbst ich noch drüber kommen. Ja, na mal schauen, ob wir den Wacke vielleicht loswerden können und ich dann nochmal zu Fuß diese kleinen Hüpfer absolvieren kann. Das sollte er doch eigentlich schaffen, der Gabriel, oder? Ah, wir brauchen ihn aber natürlich zum Wurzelklettern, natürlich. So, da bin ich ja mal gespannt jetzt. Wait! Sicher, dass du der hinterher hüpfen willst die ganze Zeit? Naja, schalten wir erstmal unseren Wag aus. Jetzt brauchen wir ihn wohl, glaube ich, wirklich nicht mehr.
Ich sammle dann einfach wieder ein andermal das andere Zeug. Und damit ist Agatha geschafft. Okay, es gab einiges an Magiesteinen, die würde ich alle liegen lassen. Werde ich bestimmt noch finden. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine Ritter, der da noch rumlag gerade, dass der vielleicht was dabei hatte. Weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal. 4 Level noch, dann ist das zweite Kapitel auch schon wieder durch. Als nächstes das dunkle Verlies.